Servus und hallo, liebe Freunde der Landwirtschaft, Landtechnik und Tiere und allem, was dazugehört. Ja, wir sind bei 2000 Abonnenten angekommen und wie üblich bei mir, bei der Zahl, das habe ich ja schon angekündigt, kommt eine Schleppervorstellung. Jetzt ist es soweit, jetzt kommt der große ohne IHC. Den habe ich mir schon hergestellt dafür. Ja. Es ist ein IHC 745 XLA, also A steht für Allrad. XL ist die Kabine, ja, die große Kabine. Den 745 gab es ja unter anderem auch mit der Fritzmeier Komfortkabine. Das war aber der kleine. Und das ist eben, wie gesagt, der große mit der XL-Kabine. Wie sie dann auch später verbaut worden ist, zum Beispiel auf dem 1255 oder 1455. Ja, der Schlepper hat ein Leergewicht von 3820 Kilo und eigentlich 72 PS Motorleistung. Machen wir nochmal von hinten. Zugmaul, Zapfwellen. Ja, was gibt's zu sagen? Wie gesagt, das ist die Allradausführung. Ist ein bisschen schwerer, den gab es ja auch als reine Hinterradmaschine. Dann ist der Radstand da ein bisschen anders. Ja, bei unserem Schlepper ist was geändert worden, das komme ich jetzt gleich dazu, sage ich gleich am Anfang. Wir haben bei circa 1700 Betriebsstunden, ja könnten 1700 Betriebsstunden gewesen sein, den Turbo danach gerüstet. Also steht nicht nur drauf, sondern der Name ist Programm. Ich kann auch einmal kurz unter die Haube drunter gucken. Kann ich euch einmal zeigen. So, mal schnell die Haube aufgemacht, Auspuff runtergenommen. So sieht es da unten drunter aus. Schön zu sehen, wie gesagt. Da sitzt unser Turbo. Also da hinten. Die ganze Ansaugluft und das läuft ja da durch. Ja, wie gesagt, bei 1700 Stunden nachgerüstet. Jetzt sind wir bei 1920 Stunden. Also der Schlepper ist Baujahr 1984. Der ist neu zu uns auf den Hof gekommen. Ja, wie gesagt, stundentechnisch hat er halt wenig. Den hat der Großvater auch geschafft. Und hat damals zeitgleich da dazu dann auch den Krone Mustang, den Dreischabflug gekauft. Und der Schlepper war eigentlich wirklich als reiner Aggerschlepper am Anfang gedacht. Nur mit dem Flug, nur zum Aggern gedacht. Und sonst war er eigentlich das ganze Jahr gestanden. Der durfte ja fast nichts machen. Musste immer der Kramer ran. Ja. Deswegen hat er so wenig Stunden, als ich meine, andere Schlepper des Baujahres, die haben teilweise schon 15.000, 20.000 Stunden drauf, haben schon einige Male einen Motor gemacht gekriegt. Ja, das Problem haben wir nicht. Was bei uns dann eher das Problem ist, ist halt der Rost. Hat man halt überall so ein paar kleine Stellen, wird irgendwann einmal gemacht. Ja, also wie gesagt, da mal den Motor, für alle, die es interessiert. Und jetzt wird natürlich gleich kommen, lassen wir mal an, lass mal Sound hören. Da gibt es ein paar so Spezialisten, die das gerne hören wollten. Machen wir es mal ohne Auspuff. Ich steige mal schnell auf und lassen wir mal an. Gas gebe ich im Moment aber noch nicht, er ist noch nicht richtig warm. Ich habe noch nichts weiter damit gearbeitet, wenn wir einen Motor nicht ruinieren. Das soll ja noch einige Jahre halten. Jetzt würde ich da schon mal voll drauf zappen. Aber der hat wie gesagt jetzt nichts gearbeitet und der ist kalt. Und das müssen wir nicht machen. Machen wir nicht mal die Weine aus. Okay, mit den Stunden habe ich mich vertan, sind nicht 1920 Stunden, sind 1915 Stunden. Ja, dann sind halt hier ein wenig Spielereien nachgerüstet worden bei dem Schlepper. Wie eine Drucklufthube. Ja, nichts Besonderes. Die habe ich einmal gekauft. Die wollte ich eigentlich in einer Kramenei haben. Einfach so ein wenig als Gag. Aber das habe ich dann nicht gemacht. Und oh ja, dann ist er halt durch. Guck mal, da hat sie vom Platzangebot auch besser gepasst. Ich meine, sitzt natürlich nicht das dumpfe Nebelhorn, aber. Die tut's.
Ja, Motor verbaut ist der D239, IHC-Motor. Wie man sieht, wie gesagt, Turbo noch einmal wassergekühlt. Was mir gleich noch einfällt, ich bin auch mal gefragt worden, weil teilweise IHC im Winter Probleme haben beim Starten. Also ich eigentlich überhaupt nicht. Manche, die sagen, der orgelt immer ein bisschen, bis er kommt. Gibt eigentlich einen ganz einfachen Trick bei der IHC. Oder zumindest bei dem hier. Man hat eine kleine Handförderpumpe. Die sitzt hier. Und zum Anlassen einfach 2, 3, 4, 5 Mal betätigt. Dann fördert der gleich ein wenig Sprit. Dann ganz normal vorgeglüht. Der hat ja keine Glühkerzen, der Motor, sondern der wärmt quasi die Ansaugluft vor. Und dann springt der an, dann orgelt da nichts, dann kommt der sofort. Also, ich sag, da hat es bislang noch überhaupt keine Probleme gegeben. Hat immer wunderbar funktioniert. Ja, was dann bei dem Schlepper natürlich gleich auffällt, wir haben keine Fronthydraulik, keine Frontzapfwelle vorne dran, sondern bloß den Ballastgewichtträger. Also das gute Stück. Da haben wir ein Koffergewicht mit Zugmaul dafür, mit 60 Kilo. Und 8 kleine Gewichte seitlich. Da hat jedes auch nochmal 38 Kilo. Ja, wie gesagt, wir haben halt keine Hydraulik vorne drauf. Manchmal wäre es auch ganz schön, aber ist kein Must-Have. So dringend benötige ich sie jetzt nicht. Da eher habe ich gesagt, vielleicht auch mal irgendwann eine Druckluftbremsanlage noch nachrüsten. Das wäre mal ganz interessant, aber sonst in Ordnung. Ja, die Vorderachse ist eine ZF-Vorderachse. Sieht man da schön. Wie gesagt, das ist die Allradachse. Da hat man dann die Kardanwelle von hinten nach vorne. Antriebswelle fürs Allrad. Ja. Bereifung. Bei dem Schlepper vorne haben wir sie letztes Jahr erneuert. Sind vorne 320 85 R24. Und hinten drauf auf dem Schlepper haben wir die Bereifungsgröße 16,9 R34. Hinten die Körner mal noch erneuert. Vorne haben wir, wie gesagt, gemacht. Hinten drauf, das sind auch noch die allerersten. Die vorne waren auch die allerersten. Wie gesagt, da haben wir jetzt neue drauf gemacht. Petlas, hinten waren Pirelli drauf und vorne auch. Die haben wir letztes Jahr, wie gesagt, der neue daheim, haben wir selber gemacht. Brauchst du eigentlich keine Fachwerkstatt dafür. Sowas geht allein. Ja, hinten dann ganz normal Heckhydraulik mit den Fanghaken unten dran. Dann das automatische Zugmaul, was wir verbaut haben. Mit Auslösung von innen raus. Das rastet dann in der oberen Stellung ein. Dann kann ich an den Anhänger ranfahren und dann schnappt es zu. Zum Fahren auf der Straße muss es ja aber immer geschlossen sein. Es könnte ja sein, du stellst den Schlepper wo ab. Da langt da einer rein, dann hat er einen gestanzten Finger. Deswegen muss das immer geschlossen sein. Ja, was gibt es dann hinten noch zu sehen? Die Hydraulikanschlüsse. Das ist der für den Kipper einfach wirkende und das ist der doppelwirkende. Da können wir zum Beispiel die Cambridge-Walzen hinten anhängen, die Standwalzen, die Cruiser, und ausklappen. Und da hängt, wie gesagt, dann immer ohne Kipper dran. Das sind ganz einfache Abreißverschlüsse. Also bloß den Hydraulikschlauch reinstecken und zum Abziehen reindrücken und wieder rausziehen. Und dann hat man ihn wieder hausen. Nichts Besonderes. Das System schaut natürlich hier drüben genauso aus. Das sind dieselben Kupplungen. Ja, nichts Besonderes. Oberlenker, ganz normal. Wir haben keinen hydraulischen, wir haben einen ganz normalen mechanischen Oberlenker. Stellst halt mit der Hand. Das Zugmaul kann einfach demontiert werden, dann macht man es runter. Zum Beispiel, wenn ich mit Schwade oder was fahre, dass mir das nicht im Weg ist. Dann hänge ich einfach hier den Karabiner aus, hänge den hier hoch, Zugmaul runter und habe schon Platz. Ja, zu den Zapfwellen. Die sitzen hier unten. Wir haben einmal die 1000er Zapfwelle und einmal die 45er. Wenn ich die Kupplung innen kommen lasse, schalten sich beide automatisch, also gleichzeitig ein, laufen beide. Und ich brauche halt bloß vorher auswählen, auf welche ich drauf will.
Zum Beispiel beim Heuen habe ich es ja so gemacht. Da habe ich den Schwade und das Mähwerk auf die Tausender drauf gesteckt. Das hat ganz einfach den Vorteil, ich kann mit der Drehzahl vom Schlepper enorm runtergehen. Ich lasse ihn auf 1000 Touren laufen. Das reicht normalerweise vollkommen aus. Und ja, spare mit natürlich dann auch Sprit. Wenn ich das jetzt auf die 45er hänge, dann müsste ich mit knapp 2200 Touren fahren, dass der die 540 Umdrehungen hinten auch bringt. Und ich meine, warum soll ich denn jetzt unnötig aufdrehen und viel Sprit ausfahren, wenn es doch so genauso funktioniert? Geht wie gesagt wunderbar. Ist halt wie gehabt. Ja, und wie merken wir uns das mit den Zapfwellen hinten? Also ursprünglich, man sieht es jetzt hier auf dem Schutzblech. Da steht ja 45 noch drauf. Oder zumindest der Rest davon. Mein Bruder hat sich da mal eine Eselsbrücke dafür gemacht. Der Schlepper ist ein SL. Das heißt quasi, wir haben eine schnelle und eine langsame, wenn du hinter dem Schlepper stehst. SL, ganz einfach noch einmal hier. SL, schnell und die langsam 1045. Ja, ganz einfach. Dann haben wir hier die Regelung hinten. Damit kann ich die Unterlenke hochfahren, runterfahren. Der Schlepper hat eine Sensordraulik. Komme ich noch dazu. In der Vorderachse ist eine Lokomatik-Differentialsperre drin. Die geht quasi automatisch rein. Also ich schalte Allrad zu und wenn dann vorne die Räder anfangen durchzudrehen, fährt die automatisch rein und sperrt dann die Vorderachse. Ist auch so Standard. Ja, jetzt sitzen wir auf dem Schlepper drauf. Was haben wir hier drin? Was gibt es hier zu sehen? Fangen wir halt hier oben an. Hier kann ich mal Heizung einstellen, warm oder eben ganz normale Kaltluft von draußen. Da meine Lüftungsstufen, 3 Stück. Und da kann ich auswählen, Luft von außen oder Luft nur innen zirkulieren lassen. Wir haben es normalerweise immer so. Ja, ein Radio haben wir drin. Ist nicht mehr der Originalradio, der mal drin war. Den haben wir irgendwann einmal rausgeschmissen, weil er kaputt war. War so ein alter Blaupunkt. Da hat mein Bruder anfangs Smart ein wenig zurechtgestutzt und hat noch da neu gemacht. Sound ist da damit auch besser geworden. Ja, da sitzen die Original-Lautsprecher. Die hat er auch einmal noch nachgerüstet. Da haben wir nämlich jetzt hier noch ein paar. Sind ganz einfache. Ist doch ein wenig schöner. Da hat man den Sound wenigstens da, wo man da braucht. Ja, was gibt es da noch zu sehen? Aufstellbare Scheiben. Allerdings müssen die auch irgendwann neu eingeklebt werden, das Silikon, was hier drin ist. Also diese Scheibe, die hängt nur mit Silikon an der da dran. Das gehört irgendwann einmal neu verklebt. Ja. Armaturenbrett. Ganz normales Multi-Instrument hier drüben. Tankanzeige. Kühlwasseranzeige und halt Vorglühen. Die Blinke für die Anhänger zeigt es mir an. Zeigt mir an, wenn ich das Allrad drin habe. Es zeigt mir an, wenn die Handbremse gezogen ist. Kann ich mal kurz zeigen. Dann leuchtet todesrote Licht, Handbremse. Wie gesagt, nichts Besonderes. Ja, und hier drüben ist der Tacho bzw. Drehzahlmesser. Wie gesagt, bei 1000 Touren fahre ich auf der 1000er, also auf der 1000er Wellen fahre ich bei 1000 Touren in etwa. Dann brauche ich nicht so viel Sprit. Wenn ich jetzt auf die 45er ginge, dann müsste ich ja 2000 Touren machen. Und das wäre ja, wie gesagt, unsinnig, wenn man sich sparen kann. Braucht kein Mensch. Ja, was da noch nachgerüstet worden ist, das hat der Bruder Amol gebastelt. Der hat einen Zigarettenanzünder reingemacht. Aber nicht, weil wir Raucher sind, sondern eigentlich, wenn du zum Beispiel einmal Navi oder was drauf hast, haben wir auch schon gehabt. Wenn du weitere Strecke fährst und willst irgendwas holen, dann hast du jetzt da den Zigarettenanzünder drin, kannst das Navi anstecken oder Handy laden. Ja, und dann halt Armaturenbrett, mein Licht vorne, Warnblinker, Scheibenwischer. Wenn ich eine ganz runde drücke, dann habe ich die Scheibenspritzanlage, die Wischwasseranlage. Ja, und hier drüben habe ich dann halt noch den Arbeitsscheinwerfer und was das da denn war. Muss ich ehrlich gesagt selber passen, weiß ich auch nicht.
weiß ich jetzt aktuell auch nicht. Ja, hier drüben geht es dann weiter. Da kann ich das Allrad zuschalten. Dazu ziehe ich den Hebel hoch. Allrad aktiviert. Oder ich drücke ihn wieder runter. Dann ist es ausgeschaltet, dann läuft er nur auf Hinterrad. Hier drüben dann die Gangschalthebel. Ganz normal, erster bis vierter Gang. Da habe ich dann die Gruppen. Entweder die langsame Gruppe für Acker oder hier drüben die schnelle Gruppe für Straßenfahrt. Und nach hinten ist der Rückwärtsgang. Und dann kann ich zusätzlich bei dem Schlepper noch die Untersetzung einschalten. Die ist dann hier. Den Hebel dann einfach nach unten drücken. Und dann habe ich die Untersetzung drin, beziehungsweise oben ist er wieder schnell. Ist zum Beispiel ganz hilfreich, wenn man einen Berg rauf fährt und man hat meinetwegen den höchsten Gang drin, also den vierten Gang in Straßenfahrt. Und man merkt, der Schlepper hat jetzt nicht die Leistung, der schafft es nicht. Dann kann ich einfach hergehen, kurz kuppeln, den Hebel nach unten, Untersetzung drin und ich habe mehr Zugleistung. Ist zwar nicht mehr ganz so schnell dann, hat aber wieder mehr Kraft und dann zieht er mir vierten Gang, im Straßengang untersetzt, trotzdem den Berg rauf. Ganz einfach wie gehabt. Ja, da oben drin in die Kästen links und rechts sitzen dann Innenraumluftfilter. Auch nichts Besonderes. Ja, hier drüben haben wir ohne Eichmeter, Agrometrix. Einfacher Eichgerät für die Flächen. Die Hebel für die Steuergeräte. Das ist fürs Einfachwirkende, wenn ich einen Kipper dran habe. Kipper aufkippen, Kipper ablassen. Und das ist dann das Doppelte, wo ich quasi die Walze oder was dergleichen ausklappen kann. Also wir haben nur ein doppelwirkendes Steuergerät drauf. Ja, und der schwarze Hebel da ist dann ganz normal die Zapfwelle. Und um die einzuschalten, habe ich hier vorne meine Zapfwellenkupplung. Das ist die. Die wird nach hinten gezogen. Dann kann ich hier hintergehen, hochziehen, nach vorne einrasten. Und dann kann ich hier vorne langsam die Zapfwellenkupplung kommen lassen. Zack. Und dann läuft hinten die Zapfwelle, oder besser gesagt die Zapfwellen. Ja, so geht es. Wie gesagt, da kann man relativ feinfühlig arbeiten, deswegen kann ich eben Mähwerk und Schwade auch auf die Tausender draufhängen. Muss man halt, wie gesagt, dann an die Sachte einkuppeln, dann ist das kein Problem. Ja, dann hier vorne gibt es noch zu sehen Kupplungspedal, Bremspedal. Ich kann hier den Hebel aushängen. Dann habe ich ein geteiltes Bremspedal, ist zum Beispiel beim Ackern ganz praktisch, wird aber eigentlich nie gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Und hier drüben das Gaspedal, Handgas haben wir. Hier drüben kann ich die Hydraulik heben, senken, auf verschiedene Höhen einstellen. Zum Beispiel beim Kruppern. Wenn ich arbeiten will, lasse ich mir nicht ganz so tief rein. Wenn ich zum Beispiel bloß Ausfallgetreide ein wenig rumkrubbeln will, brauche ich ihn ja nicht ganz rein tun. Braucht er ja nicht die volle Tiefe. Einfach so. Ja, und hier drüben dann eben komplett ausheben bzw. komplett dann auf Druck nach unten senken. Und hier oben kann ich dann noch einstellen Zugwerte zum Beispiel, wenn ich den Hebel, je nachdem wie ich den stelle. Beim Ackern ist das ganz praktisch oder beim Grubbern. Dann brauche ich nicht hier drüben an dem Hebel immer die Höhe verstellen, sondern ich stelle mir das einmal ein, das Rädchen, das kleine Handrädchen. Fahr dann mit dem Schlepper aufs Feld, fange das Ackern an und das ist quasi eine Zuglastregelung. Wenn der zu viel Zug hat, ist hinten eine Biegestange drin, die verbiegt es, das dehnt ein wenig Feder innen her mit und danach zieht der quasi die Hydraulik dann ein bisschen nach oben, hebt den leicht aus. Wenn es wieder leichter geht und die Stange quasi zurückgebogen wird, dann senkt es den wieder ab und das regelt sich wie gesagt ganz automatisch, da brauche ich nichts weiter dran machen. Das ist ganz praktisch. Dann hier drinnen Notsitz bzw. Werkzeugkasten, wo mehrere Kugeln drin liegen. K2 Kugeln. Heckscheibe. Ja, und da ist der Auslöser. Das Zugmaul unten.
hochstellen und dann arretiert es oben. Ja. Und dann will es nicht mehr runter. Dann bleibt es eben oben. Mache ich später. Ja. So viel zu innen drin. Ist wie gesagt nichts Besonderes. Ich würde sagen, wir brauchen glaube ich den Kipper. Den fahre ich mal schnell raus. Ja, ich muss meine Herrschaften bloß schnell den Kipper rausfahren. Die haben wir im Garten ausgemistet. Ja, musste halt schnell mal auf Seite. Schnell mal hinten anhängen. Ja, Kleinigkeit, was es zum Beispiel jetzt zu der Zapfwelle noch zu ergänzen gibt. Der Schlepper hat auch eine Wegzapfwelle. Die kann ich auch schalten. Selber Hebel. Wenn ich eine nach vorne betätige, so, habe ich die Motorzapfwelle. Und wenn ich eine nach hinten schalte, also quasi jetzt tue ich einfach ninder. Geht jetzt natürlich nicht. Dann müsste ich ihn jetzt komplett auskuppeln. Das geht am besten im Betrieb. Dann hätte ich die Wegzapfwelle. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen Triebachsanhänger hinten anhängen. Und ja, die Zapfwelle läuft dann in einer Geschwindigkeit, treibt den Anhänger an. Und dann habe ich quasi hinten eine dritte Achse, die Antrieb gebert. Hat die jetzt zum Beispiel auch. Ja. Dann zu der Sensodraulik. Das ist ja wie gesagt diese Zuglastregelung. Die wollte ich gerade mal raussuchen. Arbeitswiderstandsregelung. Das zeige ich jetzt einfach mal anhand von dem Bild hier. Standardmäßig sind sie ausgeliefert und so. Mit der Regelhydraulik. Und wir haben ja wie gesagt diesen Bock da. Die Sensodraulik. Hier da. Und ja, da habe ich wie gesagt der eine Hebel, das ist ja meine Höhe, die ich stellen kann, die Arbeitshöhe. Der nennt sich auch Sollwerthebel. Auf die Höhe soll er. Dann gibt es den Arbeitshebel, also ausheben, ablassen auf Sollwert oder komplett absenken. Und hier oben ist der Sicherungsbügel. Wenn ich zum Beispiel jetzt da Arbeitsgerät und Sporte hinten dran habe und will nicht, dass ich während der Fahrt versehentlich da hinkomme und senke mir auf der Straße ab, dann kann ich hier sperren. Dann lässt es sich nicht nach unten schalten. Das Ganze geht natürlich auch, wenn er hier ist, dann kann ich nicht mehr ausheben. So. Der Sollwerthebel, so steht es hier beschrieben, wird die gewünschte Arbeitstiefe stufenlos eingestellt. Das Ausheben und wieder Einsetzen erfolgt mit dem Arbeitshebel. Also quasi mit dem Aushebehebel. So müssen wir mal so. So. Dann hat man eine gleichmäßige Arbeitstiefe, die wenn er mal eingestellt ist. Beim Pflügen zum Beispiel wichtig. Ich will ja nicht eine Pflugfurche haben. Die ist da mal 10 cm tief und weiter hinten ist sie dann 20 cm tief und irgendwo ist sie 30 cm tief. Sondern ich will ja durchgängig meinetwegen meine 25 cm haben. Macht ja keinen Sinn, dass es anders ist. So, und dann gibt es ja wie gesagt diesen Betriebsschalter hier. Dieses Drehrädchen oben drauf. Mit dem kann man nach vorne geschaltet Arbeitswiderstandsregel oder hinten Lageregelung. Das heißt, so wie er jetzt steht,
bleibt er immer auf der Lage. Ist eigentlich ungeeignet zum Ackern. Dazu stelle ich eine Stückchenweise nach vorne. Wenn er ganz vorne steht, ist es reine Arbeitsregelung. Also, das ist sehr, sehr empfindlich. Sobald Zug drauf kommt, hebt er hinten extrem schnell aus. Ideal ist irgendwie ein Wert hier so zwischendrin. Den kann man sich fein justiert einstellen. Und dann ist das Ackern oder Grubbern ideal. Dann die Heckbetätigung. Wir haben da eben durch die Sensodraulik hinten dran diese schöne Plastikscheibe. Ich finde, die schaut ein wenig schöner aus. Die anderen hatten hinten dran dann den großen Hebel. Der schaut so aus. Finde ich optisch, wie gesagt, nicht ganz so gelungen. Wir haben, wie gesagt, diesen da. Und der schaut optisch natürlich deutlich schöner aus. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So schöne Sache. Gut, Optik allein ist nicht alles. Funktionieren muss das Ganze, das ist das Wichtigste. Ja, so viel zu dem Thema Sensodraulik, wie gesagt. Ja, wenn wir jetzt eh schon bei dem Schlepper sind, also ich habe hier die Bedienungsanleitung zum Schlepper, Original IHC. Dann haben wir uns da mal ein bisschen Zubehör ausgedruckt, was man so braucht. Zwecks Getriebe, da ist einmal einiges gebraucht worden. Das liegt alles mit hier drin, falls man es irgendwann einmal brauchen sollte. Und dann gibt es natürlich die Bedienungsanleitung zum Schlepper. Die Ersatzteilliste. Und da ist halt dann, das ist das Werkstatthandbuch, könnte man sagen, genau. Steht da so drin. Stehen verschiedene Anzugswerte und Drehmomente drin und ja, halt alles, was ein wenig so dazugehört. Das ist eigentlich bei dir alten Schlepper ganz schön beschrieben, weil da haben sie nämlich ziemlich viel noch reingeschrieben. Da konntest du sehr viel selber machen. Gut, es gibt Dinge, die sollten natürlich trotzdem nur Werkstatt machen. Aber bei den neuen Schlepper, also da brauchst du ja teilweise dann schon das Laptop und den Diagnosestecker. Ja, das ist der große Vorteil bei dem hier. Brauchst du hier nicht. Da, wenn was kaputt ist, das findest du normalerweise relativ leicht selber raus. Mein Vater ist ein Kfz-ler. Ist natürlich ein riesen Vorteil. Wenn irgendwas trotzdem machen ist, kann ich das immer schön selber machen. Ist ganz praktisch. Ja, so viel dazu. Was gibt es noch zu sagen? Für den Schlepper. Das habe ich ja auch angekündigt. Habe ich natürlich auch noch den Originalkaufbeleg. Ich will hier eine Seite räumen, das ganze Zeug. Da ist auch noch der Bestellschein da. Und der Originalbeleg. Haha. Brauchen wir das. Dann brauchen wir, nein, den brauchen wir nicht. Aber den brauchen wir. Ja, weil die Rechnung vom Krone Volldrehflug habe ich nämlich auch hier. Ich sage ja, Rechnungen sind eigentlich aufgehoben worden, ist noch ziemlich viel da. Also alles, was damals über Firmen neu gekommen ist, ist natürlich noch vorhanden. Ja, fangen wir halt einmal an. Da haben wir den original Bestellschein. Flup. Das wollt ihr nicht wissen, dürft ihr nicht wissen, könnt ihr meinetwegen wissen, ach, ist mir egal. Wie gesagt, IHC-Schlepper, XLA, 250.180 Mark, Steuergeräte mit zwei Positionen, und ein Kipperanschluss, 370 Euro. Die Logomatik, das ist vorne, wie gesagt, diese automatische Zapfensperre. Quatsch! Das ist vorne die Logomatik, Stopp, rausschneiden. Die Logomatik ist drin. Das ist vorne diese automatische Differentialsperre. Die 1000er Zapfwelle. 3-Punkt-Schnellkuppler, unten diese Fangtaschen und automatische Anhängerkupplung und zwei zusätzliche Kugeln sind quasi gleich mitbestellt worden damals. Da hat man auch schön dann die ganzen Preise dazu. 14% Mehrwertsteuer waren das. Nachlass hat es ein bisschen gegeben. Neupreis der Schlepper 55.000 Mark. Ja, so viel dazu. Naja, da kann ich es euch eigentlich wieder zeigen. Jupp. Da ist dann noch bestellt worden.
zusätzlich Zugmaul, das Mittelgewicht mit dem Zugmaul dran, die kann ich euch dann in der Maschinenhalle noch zeigen, 60 Kilo und 8 Einzelkoffergewichte, da stehen jetzt 34 Kilo. Ja, und natürlich das Halterohr für die Dinger dann unten drin. Da haben wir die Preise dazu. Zugmaul Mittelgewicht 195 Mark. Die 8 Einzelgewichte 760 Mark. Das Halterohr. Dann haben wir da den Nettopreis. War auch nochmal Gesamtpreis von 1102 Mark 95. Was das gekostet hat? 19.12.84. Zap. Und ja, da muss ich es wieder zuhalten, da passt es wieder nicht. Da hüben ist dann noch einmal der richtige Bestellschein, Lieferschein. IHC Schleppe 745, XLA Motornummer. Mit Sensordraulik, Steuergeräte 2 Positionen. Kipperanschluss, Logomatik, 1000er Zapfwelle. 3-Punkt Schnellkuppler, automatische Anhängekupplung, 2 zusätzliche Fangkugeln. Diese Fangkugeln, das sind die, die hängen bei uns am Flug dran. Das sind die seitlich mit diesem, naja, ich sag mal, mit diesem Blech oder mit diesem Eisen, dass die Kugeln leichter reinrutschen, dass sie leichter in die Fangtaschen reinrutschen. Die hängen aber bei uns bloß am Flug. Die brauchen wir sonst nirgendwo. Jetzt schaukelt's, die drücken gerade das Zeug rein. Ja, und da haben wir dann noch einmal die Gesamtrechnung hier. Wie gesagt, der Schlepper und die ganzen Aufpreise, die gerade dazu kamen. War Nachlass mit drin. Ja. Und so war das damals. Wie gesagt, 55.000 Mark. Die Schlepper sind immer wieder teurer geworden. Wenn ich überlege, der Allgäuer irgendwas mit 6.000 Mark. Der Krame 11.950 Mark. Ja, und die IHC dann mit 55.000 Mark. Jetzt kann ich dann noch zeigen, wie die Hydraulik hinten außen gehoben wird. Das kann ich euch auch mal noch zeigen. Und eventuell später, wenn die dann fertig sind, haben wir noch eine kurze Rundfahrt. Ja, den Kipper gerade geparkt. Den Schlepper läuft ja gerade so schön. Zeige ich euch auch mal, wie das hinten mit dem Verstellen geht. Also ich habe hier, wie gesagt, mein Drehrad hier oben. Und wenn ich das jetzt da nach rechts drehe im Uhrzeigersinn, kann ich hinten meine Unterlenker hochfahren, die Hydraulik anheben und zum Beispiel Schwade, Mähwerk oder dergleichen in die Fangtaschen einhaken. Und wenn ich wieder gegen den Uhrzeigersinn drehe, dann senkt er sich ganz normal wieder ab. Wenn Last drauf liegt, geht es natürlich ein wenig einfacher, das geht dann durchs Eigengewicht. Ja, und sonst ist das kein Hexenwerk, nichts Besonderes dran. Ja, und dann zeige ich euch noch, wie das automatische Zugmaul funktioniert. Dann fahren wir noch eine ganz kurze Runde. Ja, wie gesagt, das Zugmaul hinten kann ich auslösen, indem ich hier dann dieses Seil ziehe. Ich muss bloß kurz noch einmal ein Stück zurücksetzen, dass das ein wenig entlastet ist. Zack. Und dann kann ich hier einfach an dem Seil ziehen, öffne das Zugmaul. Ja, normalerweise geht es dann wieder zu. Manchmal funktioniert es, manchmal aber auch nicht. Jetzt machen wir noch eine kurze Rundfahrt und dann parken wir den Schlepper.
zeige ich euch noch, wie das mit der Gangschaltung hier drin funktioniert. Wie gesagt, ich habe hier meine Gänge. Das ist jetzt der erste Ackergang. Das ist der zweite. Der dritte. Der vierte Ackergang. So. Schnellganggruppe. Mehr dann hier drüben. Selbe Spielchen. Eins. Zwei. Drei. Und vier. So, und dann habe ich ja gesagt, es gibt noch die Untersetzung. Die Untersetzung, wie gesagt, nehmen wir halt jetzt nochmal als Beispiel. Ich bin im dritten Straßengang unterwegs. Und ich merke jetzt, meine Leistung ist zum Beispiel zu schwach. Dann kann ich diesen Hebel, den ich euch vorhin gezeigt habe, hier also kuppeln nach unten. Der läuft ein bisschen langsamer, aber ich habe wieder dieselbe Kraft. Also bei 1000 Touren komme ich den Berg zum Beispiel deutlich besser hoch. Und das kann ich hier drüben umschalten. Wie gesagt, kuppeln, da kann ich hochschalten. Jetzt ist die Untersetzung draußen, jetzt läuft er wieder normal. Der dritte Straßengang. Ja, wie gesagt, mit hydraulischer Lenkung. Also da kannst du mit einem Finger lenken, wenn der Motor läuft. Deswegen kann es natürlich auch passieren, dass dann das Lenkrad während der Fahrt mal ein bisschen wandert. Das ist ganz normal. Wie gesagt, das ist halt ein hydraulisches Lenkrad. Ja, dann zeige ich euch noch die Koffergewichte und die Ackerschiene und das war's dann. Tja, und da haben wir dann unsere Gewichte stehen, die kleinen Koffergewichte und eben das große schwere Zugmaulgewicht. Das ist das Halterohr, das kommt dann unten einfach rein, wird da eingeschoben und fixiert das Ganze. Ja, die Ackerschiene steht dann noch mit da. Das sind eben diese Fangeisen. Ja, und die Feder hinten, die kann ja hier eingehängt werden, links und rechts. Und dann kann man sich einstellen, für Maschinen zum Anhängen. Dann hat man einmal eine fixe Größe zum Beispiel, aber wenn die Maschinen eh unterschiedlich breit sind, also normalerweise sind sie ja eigentlich gleich breit, aber beim Mähwerk zum Beispiel, das hat ein wenig anders Maß, dann ist das halt so, oder der Häcksle. Ja, jetzt habt ihr den IHC ja mal gesehen. So wie gesagt, schaut das Ganze aus. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, auf weitere 2000 Abonnenten. Das nächste Spezial kommt dann erst bei 5000. Da kann ich ja dann nochmal den Radlader vorstellen. Jo, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.